Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Let's Play zu Herr der Ringe Online. Hier wurde die vierte große Versammlung ausgerufen, als Antwort auf die Bedrohung aus Mordor. Sauron hatte sich die Ringe der Macht angeeignet und der Region angegriffen. Also rief König Durin der Dritte alle Könige im Thingbuch zusammen, um einen neuen Pakt gegen ihn zu schmieden. Doch Streit entzweite die Könige. Einige verließen voller Wut die Versammlung und trieben so einen Keil zwischen die Familien, der bis heute nicht beseitigt wurde. Heute geht es weiter mit dem Welkenspeich und hier wurde die zweite große Versammlung ausgerufen, zu Beginn des ersten Zeitalters, als die ersten Menschen erschienen. Die Zwergenkönige traten erneut zusammen, um zu beraten, wie sie diese Neuankömmlinge behandeln sollten. Alle Sippen waren sich einig und gemeinsam gewannen sie die Menschen als Freunde, anstatt gegen sie in den Krieg zu ziehen. Hier trafen sich die sieben Väter in Frieden und schmiedeten die Bande der Freundschaft zwischen ihren Familien. Sie schworen, Wissen und Handwerkskunst zu teilen und den anderen gegen ihre Feinde beizustehen. Und ab diesem Zeitpunkt wurden diese Versprechen stets auf die Probe gestellt, wenn sich die sieben Könige zu einer großen Versammlung trafen. Hier rief König Dwalin der Dritte die dritte große Versammlung aus. Auf den Mord an seinem Vater, König Dwalin den Zweiten, folgte der erste Krieg der Zwerge und Orks. König Dwalin harrte während des ganzen Krieges im Thingbruch aus. Als er in der letzten Schlacht fiel, wurde sein Leichnam 7 Wochen aufgebahrt, umgeben von den Schwertern und Schilden seiner Feinde. Und dann erst nach Khazad Dûm zur ewigen Ruhe überstellt. Hier wurde die fünfte große Versammlung ausgerufen. Aber da die Orks den Gundabad bereits überrannt hatten, fanden nur die Riten zu seinem Anfang und Ende hier im Thingbruch statt. Der Rat ernannte die Zelruka zu den rechtmäßigen Herrschern über das Graue Gebirge. Die 4 Könige aus dem Osten überstimmten damals die 3 aus dem Westen. König Balin der Fünfte bestieg den Thron oben auf dem Berg. Und dann trennten sich die Familien wieder. Eine 7. große Versammlung wurde vorhergesagt. Aber sie hat noch nicht stattgefunden. Am Ende vom Video, da hören wir uns nochmal, da verabschiede ich mich. Aber wenn ihr mehr Kommentare möchtet, dann kann ich das gerne auch verändern. Schreibt einfach unter das Video. Hier wurde die 6. große Versammlung ausgerufen, als Antwort auf den Mord an König Thor durch Azog, den Schänder. Thrain der Zweite und die anderen Könige schmiedeten den Bund von Haban Akka und erklärten sich bereit, im 6. Krieg der Zwerge und Orks zu kämpfen. Dieser erreichte mit der Schlacht von Azal-Nulbisa seinen Höhepunkt, in der Azog endlich fiel. Allerdings verloren die Zwerge damals die Hälfte ihrer Krieger. Viele Zwerge sind zum Zwergenting erschienen, aber nicht genug! Sorgt dafür, dass es weniger Ablenkungen für die Zwerge gibt, die in den Bruch kommen.
Habt ihr einen Augenblick? Durins Volk wird standhalten, wie wir es immer getan haben. Unsere Not ist groß. Zu Befehl?
Unsere Not ist groß. Nun ist es Zeit für das Zwergenting. Seid ihr bereit? Langbärte, Zellruka, Starkäxte, hört mich an! Ich berufe ein Zwergenting ein! Ihr alle wisst, warum wir hier sind. Dies ist ein heiliger Ort. Ein Ort der Zwerge. Dies ist der Gundabad. Die meisten von uns kennen nur Geschichten vom Bergheim. Aber diese Geschichten sind uns so vertraut wie die Namen unserer Nächsten. Ich habe die Zwerge gerufen, um den Gundabad zurückzuerobern. Nicht nur Langbärte, sondern alle Zwerge. Und dies ist die Antwort. Zwerge aus jeder Sippe aus den entlegenen Weiten von Mittelerde. Kann etwas klarer sein als dies? Hört mich an! Der Gundabad gehört nicht nur den Langbärten, sondern allen Zwergen! Ist es nicht so, Ingor? Ja, Durin, das ist wirklich weise. Manche meiner Leute haben gezweifelt, ob ihr es sehen würdet. Nicht ich natürlich. Was ist das? Der Drache. Törichte Insekten. Alles, was ihr getan habt, geschah nach meinem Plan. Lügen! Ich war es, die neben dem Amboss der Winterschmiede Gift in die Ohren eures Prinzen geflüstert hat. Ich war es, die ihn gedrängt hat, zu früh nach Gundabad aufzubrechen, ohne genügend Zeit, um seine Truppen bereit zu machen. Jetzt wird dies der Tod seines Volkes sein. Hört nicht auf die Stimme des Drachen! Diese Unwahrheiten haben keine Macht über mich, Wurm. Und ihr auch nicht!
Denn ich bin Durin der Siebte. Der Durin alter Zeit, der neu geboren wurde. Es spielt keine Rolle. Die Armeen, die ich befehlige, haben nicht den Willen, meiner Stimme zu widerstehen. Hört ihr das? Sie werden uns umzingeln. Rimil Frostherz. Nein! Wie ist das möglich? Was ist da gerade passiert? Wie kommt es, dass ihr diesen Hammer führt? Wie lautet euer Name, Fremdling? Er ist ein Zwerg und er kämpft für Gundabad. Das reicht. Rimils Armee nähert sich. Nun wird sich das Schicksal des Gundabad entscheiden. Mozok muss den Gipfel erreichen. Heute sind wir gut durch den Welkenspeich gekommen. Den Zwergenting werden wir in den nächsten Let's Plays sehen. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Macht's gut. Bis demnächst. Bye bye. Uns bleibt nicht viel Zeit.